meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Für unsere Schlagerfans gibt es heute ein klitzekleines Tutorial. Wie singe ich von Helene Fischer? Ich will immer wieder dieses Fieber spielen. Wenn ihr selber Lust auf Gesangsunterricht habt, eine eigene Gesangsanalyse braucht und Mini-Pakete, Gesangsübungen für unter 15 Euro, dann guckt doch mal bitte jetzt in die Infobox rein. Ja, schaut mal da rein. Da gibt es ganz tolle Sachen auf meiner Homepage. Lass uns loslegen. Welche Charakteristiken haben wir bei Helene Fischer? Helene Fischer ist ja wirklich eine Vocal Queen, die ist ja wirklich eine Gesangsqueen. Und da kann man unendlich viel dazu sagen, aber lass uns das jetzt mal kurz für uns runterbrechen. Nummer 1 ist der gute und klare Stimmansatz, den sie hat. Denn sie singt wirklich ohne irgendwelches Vocal Fry, also da geht keine Luft dazwischen, da gibt es keine Ich will immer wieder. Es gibt auch keine Ich will immer. Es gibt Ich will immer. Also es ist wirklich sehr klar ausgesungen mit einem sehr guten Stimmansatz, ja. Und also erstmal sehr klar ausgesungen. Zweitens, da ist eine Menge Stamina dahinter. Also sie hat eine Menge Power, das heißt also singen mit Power. Und was wir hier auch noch haben, ist natürlich eine gute Atmung. Ne? Plus der guten Stütze, die sie hat, ist natürlich eine gute Atmung. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich aus dem Schlager, ist das Deutsche. Und hier ist nämlich die deutsche Aussprache extrem vordergründig und auch wichtig und auch gewollt. Auf den ganzen Konsonanten, Vokalen, Zischlauten, da liegen meistens auch Töne und die müssen vernünftig ausgesprochen und ausgesungen werden. Das ist nicht so wie beim Pop, dass man mal so ein bisschen jetzt mal ein Auge zudrückt und dann singt man schon irgendwie Amy Winehouse-mäßiges. Das können wir uns im Schlager eigentlich nicht leisten. Weil wenn ich das T jetzt unterschlage oder das Z hier unterschlage, dann unterschlage ich eventuell vielleicht auch sogar einen Ton. Der Wein schon kalt, aber du bist noch nicht da. Es ist ja nicht das erste Mal, du hast viel zu tun, na klar. So, und ihr habt gesehen, ich bin hier also ziemlich breit gewesen, weil ich natürlich diese ganze Resonanz rausholen will. Also diese ganzen höheren Herzen, die möchte ich ja auch natürlich rausholen. Und da möchte ich auch natürlich Freiraum erschaffen. Also nicht nur hier im Mund, im Ambusche, sondern auch natürlich hinten. Aber dazu kommen wir gleich. Also ihr merkt, ich war sehr klar bei diesem... Es ist ja nicht das erste Mal, du hast viel zu tun, na klar. So, und meine ganzen Stimmansätze. Es ist ja nicht das erste Mal. Ja, ich habe nicht gesungen. Es ist ja nicht das erste Mal. Also versucht da ganz klar direkt auf dem Ton zu sein. Und auch sauber zu sein. Wir wollen also nicht, dass wir uns sozusagen runter auf den Ton schlängeln. Es ist ja nicht. Es ist ja nicht. Ja? Ich stelle mir das mal so vor, als ob ich auf dem Ton raufspringe. Und dass ich dann nicht wie so eine mittlere Liane, wie Tarzan, auf den Ton sozusagen rübergleite. Also denkt wirklich metaphorisch, ich springe jetzt auf den Ton rauf. Und die Melodie ist hier nämlich auch extrem wichtig. Lass uns mal einmal in den zweiten Part reingehen. Doch ich will, dass du weißt, was es heißt, immer nur zu warten. Und versuch das auch in einer Ton, also in einer Phrase durchzusingen. Also wir wollen versuchen, weniger staccato-artig. Und ich will, dass du weißt, was es heißt. Weil das unterbricht eigentlich diesen ganzen Gesangsfluss, diesen Atemfluss. Das heißt also, wir versuchen es mal in einem Atemzug. Da. Doch ich will, dass du weißt, was es heißt, immer nur zu warten. Das habe ich jetzt in einem Atemzug durchgesungen. Und das sollten wir auch versuchen. Natürlich kannst du auch es staccato-mäßig singen. Du kannst auch singen. Doch ich will, dass du weißt, was es heißt, immer nur zu warten. Klar, natürlich. Du musst mal ein paar Mal mehr Luft holen, wo du es eigentlich gar nicht brauchst. Also versuch es mal in einem Atemzug. Und ich brauche das Gefühl, du bist da, wenn mein Herz erfriert. Das habe ich mich gerade verspielt. Erfriert. Und da bin ich auch erfriert. Also ich gehe nicht auf erfriert. Das wollen wir eben nicht mehr. Wir wollen nicht auf I. Auf das I gehen, damit es nicht zu nasal wird. Wir wollen erfriert.
Also ich bin ein bisschen oben noch. Also ich kreiere noch Freiraum zwischen meiner Zunge und dem Gaumensegel. Lass uns aber jetzt in den Chorus gehen, und zwar in den ersten zwei Zeilen. Sie gibt natürlich so richtig viel Gas. Bitte hier auch im Stehen singen, das sage ich jedes Mal. Für mich ist es immer super anstrengend, im Sitzen zu singen. Ich bin total ein Stehsänger. Also Sitzen ist für mich immer und ich fühle dann, wie mein dicker Bauch dann immer so noch so irgendwie, ne? Also versucht wirklich einen tollen Atemfluss zu haben. Und ich weiß, viele können auch im Sitzen singen, aber singt bitte im Stehen. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren, immer wieder mich an dich verlieren, will das Leben leben, wie ein Tanz auf dem Vulkan. Hab ich mich verspielt? Nein! So, aber ihr merkt also, ich bleib weiterhin klar, ne? Und bleib weiterhin gut mit meiner Artikulation. Ich will immer wieder dieses Fieber spüren, immer wieder mich an dich verlieren, will das Leben leben. Ja, da habe ich auch sogar ein bisschen so einen kleinen Vibrato reingebracht, ja. Das ist natürlich abhängig von euch, ob ihr da eben nochmal so eine kleine Nuance dazu haben wollt, in Form eines Vibratos oder je nachdem. Ihr könnt natürlich, ihr müsst es auch nicht komplett gerade akkurat singen, mit einem klaren Stimmansatz, also akkurat gerade schon. Und da ist jetzt natürlich der Trick, dass bei vielen da schon der erste Registerbruch kommt und dann natürlich die Leute das gerne in der Kopfstimme singen wollen und nicht halt wie Helene im Brust- oder in der Mischstimme, sondern da möchte man automatisch dann vielleicht eher in die Kopfstimme gehen. Das würde dann, ich will immer wieder dieses Fieber spüren. Und natürlich, wenn man mit Kopfstimme singt, ist es für viele sehr ungemütlich und ungewöhnt. Die Stimme klingt dann auch nicht so kraftvoll in der Kopfstimme. Es ist immer sehr abhängig von der Person, die singt. Auch viele beschweren sich immer, dass die Kopfstimme halt eben nicht so kraftvoll ist wie die Bruststimme. Das kann man natürlich aber auch trainieren. Also jetzt nehmen wir mal an, dass du das Ganze in der Misch- oder der Bruststimme singst. Und wenn dir das zu hoch ist, versuch es mal mit der Übung Nay, Nay, Nay. Nay, 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 Nay. Nee, 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 nee. Und dann kannst du dich so da langsam, langsam hocharbeiten. Ich hoffe, die Mini-Gesangsstunde hat euch gefallen und meine Tipps und Tricks waren sinnvoll. Schaut doch mal rein bei meinen anderen Tutorials. Da könnt ihr wirklich auf jeden Fall was mitnehmen und was lernen. Und ich sehe euch mal im nächsten Tutorial. Lasst mich doch wissen, was ihr gerne als nächstes sehen wollt. Liebe Grüße und bis bald.